Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fast Food Manager. Ein großes Update ist heute rausgekommen am 7. Februar und ja, ist jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt viel, aber sind einige Änderungen, Bugfixes und alles und das wollen wir uns zusammen mal durchgehen. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, wie gewohnt und wir lesen das mal durch. Änderung in der Mechanik. Übersetzung hinzugefügt für Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Türkisch, Indonesisch. 52 neue Kunden hinzugefügt. Ein Hinweis auf den Inhalt des fertigen Produkts wurde hinzugefügt. Mitarbeiter geben eine Liste der fehlenden Produkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aus. Messer werden nicht mehr dupliziert. Messer kehren nach dem Laden des Speichers zurück zum Messerstand zurück. Die Kosten für die Stände für Hotdogs und Spieße wurden reduziert. Behobene Fehler: Ankerprobleme nach dem Speichern für folgende Objekte behoben: Kaffeetasse, Hotdogbrötchen, Würstchen, Hotdog, Kebab, Bierglas, Frittierkorb, Schnitzel, Pizza. Fehler bei den Positionen im Pressgrill nach der Zubereitung von Döner behoben. Fehler bei den Positionen im Hotdoghalter behoben. Fehler mit Soßen, die im Inventarmodus in der Hand verbleiben, behoben. Nehmen Sie ein paar. Fehler in der Benutzeroberfläche behoben. Behobene Fehler bei der Charaktersteuerung bei Verwendung von Nicht-Standard-Tasten. Fehler bei nicht vollständig verbrauchten Waren wie Wasser, Milch, Kaffee behoben. Fehler in der Benutzeroberfläche nach Benutzung des Kühlschranks behoben. Fehler bei Kunden behoben, die einen Burger ohne Schnitzel abholen. Fehler beim Öffnen eines Nachtclubs nach dem Herunterladen behoben. Fehler bei der Bewertung der Produktqualität für Koteletts. Ja, klar, Umweltrettung. Für Koteletts behoben. Kleinere Bearbeitungen, weiches Licht hinzugefügt, Übersetzungsfehler behoben. Optimierung der Skripte. Die Textschnittstelle wird nicht mehr für jede Sekunde aktualisiert. Die Anzahl der Zeichenaufrufe wurde reduziert, kleine Änderungen an der UI-Schnittstelle und viele kleine Bearbeitungen. Besonderen Dank an Anush für die Hilfe bei den 3D-Modellen der Bürger. Ja, das war das Update für Fast Food Manager Version 1.0.3. Das ist die Version, die es jetzt da gibt. In dem Sinne, ich hoffe, das Video gefällt euch. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid und auch in weiteren Videos von mir einschaltet. In dem Sinne, bis dahin erstmal Servus und Tschüss.